Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schrieben über Jesu Leben. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes wollten ihr Bestes geben. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schrieben über Gottes Sohn. Was sie geschrieben haben, nennt man gute Nachricht oder Evangelium. Matthäus, der Apostel, sagte: Hört doch, ihr Leute, was ich euch da erzähle, das ist doch nicht von heute. Propheten schreiben schon, der Retter ist nah. Und ich sage euch, mit Jesus ist er da. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schrieben über Jesu Leben. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes wollten ihr Bestes geben. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schrieben über Gottes Sohn. Was sie geschrieben haben, nennt man gute Nachricht oder Evangelium. Markus hat Jesus gehört und auch gesehen. Er war ein Freund von Petrus, wollte immer mit ihm gehen. Er sagte, Jesus kam nicht, dass wir ihm etwas geben. Er diente den Menschen, er gab sogar sein Leben. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schrieben über Jesu Leben. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes wollten ihr Bestes geben. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schrieben über Gottes Sohn. Was sie geschrieben haben, nennt man gute Nachricht oder Evangelium. Lukas, der Arzt, hat Jesus nie gesehen. Mit Paulus auf der Reise erfährt er, was geschehen. Er erzählt viel davon, wie Jesus hat gelebt, dass er Gottes Macht hat, dass er heilt und uns versteht. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schrieben über Jesu Leben. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes wollten ihr Bestes geben. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schrieben über Gottes Sohn. Was sie geschrieben haben, nennt man gute Nachricht oder Evangelium. Apostel Johannes schreibt für kluge Leute: Die Botschaft von Jesus verkünde ich euch heute. Gott kam als Mensch zu uns auf die Erde. Er ist das Lamm Gottes, damit Frieden werde. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schrieben über Jesu Leben. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes wollten ihr Bestes geben. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schrieben über Gottes Sohn.